Erstmal das Intro. Servus! Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar, der Platz hier müsste eigentlich aus meinem alten Video über das Greenskate bekannt sein. Ja, wir sind hier am Platz, wo der Greenskate heute normalerweise stattgefunden hätte. Aber aufgrund von Corona fällt der leider heute aus, was natürlich schade ist. Aber der Hopscotch, der da hinten fährt, und ich, wir lassen uns natürlich nicht unterkriegen und fahren den heute alleine. Richtig? Bitte? Wie bitte? Was machen wir heute? Wir fahren heute Skateboard, denn wir machen den Greenskate. Wir machen den einfach selber, weil er ausfällt. Richtig. Ich hoffe, das hat er schon gesagt. Korrekt. Und eine Armlänge Abstand? Mindestens. Also, wir halten uns natürlich an die Corona-Regeln. Wir sind heute zu zweit. Allerdings kommen noch ein paar Kollegen von ihm nachher. Die fahren dann mit uns. Wir halten die Richtlinien ein. Genau, wir halten die Richtlinien ein. Ansonsten wünsche ich euch erstmal schon mal viel Spaß bei dem Video. Maske tragen auch wichtig. Abstand. So, bis dann. Ja. Du kannst mich gar nicht angucken. Wie kann man einfach nicht normal fahren? Warum muss man Mongo pushen? Ja, warum? Warum? Skateboardfahrer abzupacken. Hardcore-Skateboardfahrer. Die sind halt so. Da darfst du nichts falsch machen. Nee. Bei denen darfst du eigentlich nicht mal Longboard fahren. Das ist ja schon. Nicht den Ort. Oder Inline-Skate. Ja, Inline-Skate sowieso. Das ist wie Köln versus Düsseldorf. Ne? Ja. Du hast ja richtig gute Poolenlager. Das hast du beim letzten Mal schon gesagt. Ja, voll gut. Du musst ja nicht immer pennen. Ist so. Ui. So, wie in allen Juice-Videos. Hauptsache schmeckt's gut. Kannst du schon eine ganze Serie draus machen, ja? Ist so. Wie viele Jahre später? Ja, viele Monate später. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. Sehr schön. Können wir weiter? Ja. Meine Philosophie über Boote. Ja, erzähl mal. Boote, Boote, Boote. Ja, erzähl mal. Ich hätte gern ein Boot. Und dann? Würde ich über den Rhein schippern. Bräuchte ich nur, wie Felix von der Laden, meine Wohnung am Rheinauhafen. Ja. Dann kannst du nämlich auch direkt vor der Tür parken. Voll praktisch. Ja. Du kannst auch direkt im Rhein, quasi direkt in dein Boot steigen, ne? Richtig. Ja. Richtig. So, wessen Video ist das? Deins oder meins? Da ich zu sehen bin, meins. Ist klar. Auf meinem Kanal, ne? Ich habe keine EOS dabei, deswegen. Stimmt. Du hast das, mein Kanal ist ja dein Zweitkanal, ne? Ja, genau. Alles, wo ich mir denke, das ist bestimmt Schrott, das will keiner sehen, kommt bei dir. Ja, ja. Oh! Klar. LOL. Einfach die Bücher zur Tür fällen. Ist so. Schön mit Presspappen. So, wir sind jetzt hier gleich am Rheinpark. Quasi an der Zugbrücke. Genau. Und da ist die Zugbrücke. Da. Die Location, wo der Greenskate normalerweise heute am 20. Juni stattgefunden hätte. Aber dadurch, dass halt Corona zugeschlagen hat, ja, findet das nicht statt, das Event, leider. Aber Sicherheit geht vor, deswegen fahren wir zwei heute den Greenskate alleine. Allerdings weiß ich immer noch nicht, wie ich das Video nennen soll. Darf ich das Greenskate nennen oder darf natürlich. Ich das? Natürlich. Ja? Ja. Obwohl es nicht offiziell Greenskate ist? Ist doch egal. Okay. Hör dann. Gib Klicks. Ist so. So, hier findet normalerweise dann das Event statt. Hier treffen wir uns dann immer normalerweise, hätten wir uns heute hier getroffen. Wir sind aber nur zu zweit heute. Hauptsache, wir haben uns getroffen. Echt, ist so. Obwohl wir auch knapp dran vorbeigelaufen sind, aber egal. Und dann findet ihr normalerweise auf dem Platz. Letztes Jahr war irgendwie so ein Skate-Hockey. Mit das ist immer. Skate-Hockey. Skate-Hockey. Du kannst von BTFL Skateboards ausprobieren. Genau. Dann gibt es hier was zu essen, was zu trinken. Yo Skate war schon hier. Und natürlich immer Sion Kölsch auch am Start. Genau. Aber dieses Mal nicht. Deswegen, jetzt warten wir noch auf die Kollegen von ihm. Und dann fahren wir auch los. Vielleicht machen wir zwischendurch. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Deswegen machen wir noch irgendwie einen Blödsinn oder so. Mal schauen. Blödsinn ist gut. Ja. Zum Beispiel so am Finger ziehen.
Geht es auch schon gleich los. Hier sind die Leute, mit denen wir fahren, also nicht allzu viele. Das heißt, die Corona-Regel wird eingehalten und wir fahren dann jetzt auch los. Zwar nicht, aber wo? Oh, da? Da, guck mal da, wo er es zeigt. Wie in London. Voll gut. Sie ist nicht die schnellste und er da vorne ist nicht der hellste. Und langsam. Es tut mir leid. Alles gut. Um Gottes Willen, alles gut. Du musst auch schreien, wenn wir zu schnell sind, ne? Nee. Solange ich ab und an auf mich warte. Nein. Ja, das auf jeden Fall. Ja, dann fahrt mal weiter. Ja, und was mit dir? Fahrt ja, komm, weiter. Du bist Senior. Ich krieg dich schon wieder ein. Warum kommst du so nah? Ja, scheiße. So, können wir mal ein bisschen Geschichtsunterricht. Wo kommt der Greenskate her? Aus Kanada. Kanada. Wir sind Kanada. Irland. Irland ist grün. Der war das stimmt, auch, das ist richtig. Der war vorletztes Jahr dabei, der Grüne. Echt? Vorletztes Jahr war 10-jähriges Greenskate, also von der Gründungszeit her. Und da war der kanadische Gründer, dessen Namen ich aber vergessen habe. Vorletztes Jahr auch mit uns unterwegs auf der Tour. Ich google das gleich mal. Der Name wird hier eingeblendet. Ist so. Du wolltest ja noch erklären, was Greenskate ist. Ja, für mein Video. Nein, komm. Der Greenskate ist eigentlich dazu da, um zu sagen, hey, uns Skateboardfahrer gibt's auch. Wir dürfen auch ein bisschen auf der Straße fahren. Und du musst nicht immer dein Benzin- und Dieselauto nehmen. Es geht auch ein bisschen grüner, ne? Deswegen ja auch das Greenskate. Genau. Nicht damit ein grünes Skateboard fährst oder grüne Rollen. Nein, hat gar nichts damit zu tun. Oder mit grünen Schuhen. Nein, es geht wirklich um den Aspekt, als Verkehrsmittel in der Stadt genutzt werden richtig. Zu können, ohne dass es illegal ist. Richtig. Weil in Deutschland ist es ja eigentlich laut Gesetz, fahren wir mit Spielzeugen hier durch die Gegend. Genau. So, wisst ihr auch Bescheid, ne?
gefahren? Nee. Na? Das lernen wir noch mit, wie man über Schienen fährt, ne? Ich hab's leider nicht drauf. Hey, du hast es auch nicht drauf, das stimmt. Das ist null drauf. Dö. Hast du wieder meiner Dings gespielt, an meiner Blende? Nee. Kennen wir doch noch, Blende ja, auf, Blende zu. Ja. Das blenden wir dann mal hier ein. Blende zu, Blende auf, auf, zu, auf. Das ist ein Dummkopf. So ein Dummkopf. Ist so. Wie kann man denn so dumm sein? Guck mal, so ein Dummkopf hier. Ist so. Übrigens, vor zwei Jahren, ne? Ja. Vor zwei Jahren, ja, so ein Dude mitgefahren mit einem E-Skateboard, weißt du? Und beim Greenskate mit einem E-Skateboard? Ja. Und dann hat er die alle ausgelacht und hat gesagt, ah, ihr seid alle Pusher. Weiß ich, fuck cool. Ja, echt, ist so. Ha! So. Hat jetzt nur 17 Versuche gedauert. Ist gar nicht wahr. Willkommen am Dom! Yay, wir haben es geschafft. Also jetzt sind wir am Dom, machen wir noch das Foto und dann geht's weiter. Also wir machen jetzt erstmal ein Foto. Hier schön am schönen Kölner Dom. Und dann, ja, wie gesagt, auch Grüße an Heiko. Ne? Schade, dass du nicht dabei sein konntest. Richtig, Heiko, du hättest nämlich das Foto machen müssen. Jetzt müssen wir das selber machen. Ey, danke. Unverschämtheit. So. Also, du machst ein Foto von der gesamten Treppe und hinterher mit Photoshop machst du ein paar Longboards bei jedem. Ja, so ist vorne. So. Die Idee, ne? Alter, und dann kriegt er die Krise. Ja. Heiko, wärst du dabei? Ja, guck mal, 700 Leute. Geilster Greenskate ever. Geilster Greenskate, du warst nicht dabei. Ja. Alle da. Sag mal hallo, hallo. Alle mal Greenskate. Nein, das machen wir da unten. Greenskate! Lieber Heiko, wenn du das siehst, das war ein richtiger Greenskate mitunter. Also der versteh mich nicht falsch, ne? Aber. ganz dünn. Nein, also, ne? Wir haben dein Erbe in Ehren gehalten quasi. Auf jeden Fall. Wir haben alles richtig gemacht. Wir sind die richtige Strecke fast immer gefahren. Fast immer? Ja, wir haben gedacht, wir können ein bisschen erweitert hier. Greenskate Extended Köln Edition. Richtig. Ja, wir haben alles richtig gemacht. Hat nur das Sion Kölsch gefehlt und ja, es gab kein Hockey auf dem Platz. Genau, und keine Brille. Und keine Sion-Brille. Ja. Aber nächstes Jahr. Nächstes Jahr. Nächstes Jahr. Nächstes Jahr legst du noch einen drauf, Heiko, bitte. Ne? Ja, nur für uns beide. Ja. Beziehungsweise für uns. Für uns alle. Für uns die wir hier sind. Ja. Also Heiko muss nächstes Jahr einen drauflegen, nur für uns. Natürlich. Ja. Ja. So, ne, weißt du Bescheid. Haben wir beschlossen. Ja. Also. So, das war's von dem Video. Ja, ist egal. Ciao. Ja, komm, bleib hier. Auch ihn abonnieren, verlinke ich hier, komm her. Und wenn euch das Video gefallen hat, Like da lassen, Abo, Glocke aktivieren. Und hier auch Hopscotch. Und sagt doch mal alle Tschüss. Tschüss. Tschüss.